herzlich willkommen bei Ollis Dschungelcamp. Bringt Glück. Bauch ist Bauch. Instant lucky und schön. Ja, das ist wirklich schön hier. Ja. Solche Zeiten sollte man sich, egal wo man ist, im Wald oder nicht, die sollte man sich einfach irgendwie ermöglichen. Einfach mal so ein bisschen bewusst runterfahren. Nicht unbedingt vor der Glotze, da funktioniert nicht so toll. Jetzt setz mal wieder hier auf der Bank. Wie im Buch. Also ist so viel wie im Buch, ne? Ja, letztens das Lagerfeuer mit den Himbeeren und den Maiskolben. Ja. Voll. Das ist so real alles. Wir wollten euch was erzählen, und zwar einfach mal so der Stand der Dinge. Und zwar hatte ich ja ursprünglich vor, hier 2 Wochen quasi zu leben und ein möglichst komfortables und vollständiges Waldcamp aufzubauen. Und das ist jetzt eigentlich, irgendwie geht mir da ein bisschen die Motivation gerade flöten, weil ich auch gerade auch sehr viele andere Sachen noch zu tun habe. Ich kriege gerade viele Aufträge und so zum Malen, und das nimmt mich gerade auch so ein kleines bisschen in Anspruch. Da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Ich habe gedacht, die nächste Zeit ist nichts zu tun, machen wir mal Waldcamp. Aber wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es eigentlich eine saugeile Idee wäre, wenn andere Leute sich auch inspiriert fühlen, sowas einfach mal zu machen. Heute hat mich die Haru angerufen. Und ich fragte auch, ja, so, weil die überlegt nämlich auch mit ihrem Freund auf jeden Fall aus der Stadt raus und sowas alles. Die sind auch am Überlegen, in einem Camper und das so zu machen. Und also ich habe auf jeden Fall irgendwie wieder tierisch Blut geleckt jetzt, so nach den 11 Jahren, die vergangen sind seit dem Auenland-Projekt damals 2009 im Wald, habe ich ja mal richtig zu schätzen gelernt, vor allen Dingen im Wald zu schlafen, weil es einfach der Hammer. Und jetzt werde ich meine Zeit auf jeden Fall ein bisschen mehr darauf ausrichten, halt eben auch weiterzukommen, weil, ne, Aufträge eben halt zum Teil auch einfach dabei helfen, unserem Ziel mit dem Wohnmobil näher zu kommen. Das ist immer einfach ein langfristigeres Ziel. Das hier war jetzt eh nur so eine Interimslösung. Wird ja quasi dann zu Hause. Genau, soll halt einfach, ne, das, ich hätte ganz gerne einfach auch mal wieder ein eigenes Zuhause und habe jetzt fast 2 Jahre keins gehabt, seit ich mein Leben im Wohnmobil gegen das Leben in der Bäckerfinca eingetauscht habe und da halt eben ohne wieder weg bin. Aber und wir sind schon gut am Manifestieren, also es kommt ja schon, es war ja quasi schon da, aber das war so der Hinweis, falscher Zeitpunkt. Ja, und auch oftmals ist auch beim Manifestieren, muss man wissen, dass oftmals nicht unbedingt das Erstbeste, was du in die Hand bekommst, das ist, was du eigentlich manifestierst. Und da ist dann auch wieder Geduld gefragt. So, das ist ein großes Ding beim Manifestieren, ne? Es genau zum Richtigen kommen zu lassen. Und trotzdem möchte ich diese Idee mit dem Waldcamp oder dem Dschungelcamp einfach mal ein bisschen aufrechterhalten, auch so in der nächsten Zeit, selbst wenn wir unterwegs sind. Aber ich weiß da zum Beispiel noch einen wundervollen Flecken in der Eifel, an dem ich sowas auch machen könnte. Und irgendwie manifestiert sich in mir gerade so ein bisschen die Idee, dass da demnächst dann auch nochmal, wenn wir eine Weile unterwegs gewesen sind und dann mal keinen Bock mehr aufeinander haben oder so, ne, mal ein bisschen Abstand voneinander brauchen, wäre das, glaube ich, auf jeden Fall so eine Sache, wo ich so eine Zeit cool mit überbrücken kann. Und ja, ansonsten freue ich mich über jeden, der Bock hat, das auch zu machen und das macht. Und dann freue ich mich halt eben auch auf eure Berichterstattung und eure Erfahrungs- und Ideen und überhaupt so. Das
wäre echt eine geile Sache, wenn wir das einfach mal so ein bisschen kultivieren, mal wieder im Wald zu leben. Weil, ne, ich erinnere hier nochmal an Daniele Ganser, der immer wieder sagt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch davor schützen könnt, vor diesen ganzen täglichen Einflüssen, die eigentlich nicht unbedingt die besten für uns sind, im Wald ist man völlig frei davon. Hier kommt nichts rein. Ja, ich würde das auch gern kurz aus meiner Sicht sagen, so als Stadtkind, ich bin ja wirklich in der Stadt aufgewachsen, zwar mit Garten und Haus, aber halt in der Stadt. Und ich bin ja schon so ein bisschen die Prinzessin, die gern ein warmes Bett hat und so eine warme Dusche. Und trotzdem ist es cool, wenn ich jeden Tag einfach hierher fahre und auch in den Wald gehe und mich auf die Couch setzen kann, ja, oder hier auf die Bank, ja. Und irgendwie so ein kleiner Tipp an alle da draußen, ihr müsst ja nicht in den Wald ziehen, aber so ein kleines Waldcamp, wo man tagsüber hingehen kann, das ist richtig befreiend. Dazu hatte ich gestern Abend halt eben auch noch so ein paar Gedanken, als ich da in meiner Höhle, ich nenne es mittlerweile immer noch Höhle, weil halt wieder so komische Stimmen kamen im Internet, die dann irgendwelche Kritik angemeldet haben. Hey Leute, ganz im Ernst, ich mache hier nichts anderes als das, was ich als Kind schon gern gemacht habe. Irgendwo im Wald Hütten bauen, da bin ich nicht der Einzige gewesen. Und ich bin auch nicht der Einzige gewesen, der aber abends wieder zu Hause sein musste. Im Wald schlafen habe ich damals nie können oder dürfen. Und jetzt kann ich das, weil ich schon groß bin. Und, und mach das jetzt halt einfach. Und das sind Kindheitsträume, die ich hier gerade nachhole. Das sind Sachen, die ich vor... Muss man rechnen, ne? Ja, so knapp 40 Jahren, 35 bis 40 Jahren unheimlich gerne gemacht hätte, auch vor 30 Jahren, glaube ich, noch, und sich das einfach nie ergeben hat. Das hat einfach nie funktioniert. Und jetzt funktioniert es, weil ich es einfach machen kann, weil wir große Kinder sind. Ja, weil wir große Kinder geworden sind jetzt. Aber dieses Kindsein, dieser Aspekt des Kindseins, der fällt hier immer wieder nochmal auf. Ja, ne? Voll. Und wir haben ja auch immer voll viel Spaß. Ja. Ja. Also das ist einfach schön hier, weil es auch einfach stressfrei ist. Hier ist keiner, der uns auf den Sack geht oder sonst irgendwas. Und hier kann man einfach sein. Ne? Ja. Gehen wir über zur Dschungelprüfung. Yeah. Schnitt. 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 Und wir haben nämlich heute eine ganz besondere Dschungelprüfung gemacht. Wir sind nämlich gar nicht im Dschungel gewesen, um die Dschungelprüfung zu machen, sondern es haben in einen anderen Wald begeben. Ne? Wir waren in der Kommandozentrale und haben am Rechner die ersten 20 Seiten unseres neuen Buches eingelesen und möchten hier ganz gerne euch einfach, ne, einladen. Hast du es jetzt auf... Du hast es hochgeladen? Ich verlinke es einfach auf meinen. Genau. Ich verlinke das Video noch in der Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das gerne auch... Es ist ungefähr eine halbe Stunde geworden. Und... Ach, so schön, ne? Ja. Oh, wir haben so einen Spaß daran. Überhaupt mit dem Buch. Das ist so... Ah, das ist so geil. Irgendwie. Und das fließt einfach. Ja, genau. Auch die Arbeit zwischen uns. Das war so... Bauchi hat angefangen. Ich habe weitergemacht. Er hat weitergemacht. Ich habe weitergemacht. Und das Ganze mit 1000 Kilometern zwischen uns. Da waren wir halt eben noch nicht so dicht zusammen. Und wenn dich mal was gestört hat, habe ich gesagt, okay, veränder's oder umgekehrt. Ja, genau. So. Und ich kenne niemanden, mit dem es so einfach ist, zusammenzuarbeiten. Und das geht auch so fließend und so schnell. Ja. Und das Cover war innerhalb von einem Tag fertig. Wobei ich das definitiv auch nicht mit jedem kann. Das war halt einfach so diese Energie, diese Schwingung, dieses... Eins mit allem sein, irgendwie so, nur das, worum es halt eben auch geht. Und es hat urviel Spaß gemacht und macht es immer noch. Es hört nicht auf. Wir haben schon Neues angefangen. Band 2. Ja. Ja. Ne, das ist. Und wir haben es ja nicht alleine geschrieben. Diese Engelwesen, die waren ja irgendwie wirklich dabei. Waren die da. Weil ich habe nicht das Gefühl, als könnte ich mit meinem Verstand solche Dinge schreiben. Nee, gar nicht. Ich habe mich während, also wie oft habe ich dir, das habe ich dir dann die neue Version rübergeschickt, damit du weiterschreiben kannst und gesagt, so Emily, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ja, ich auch nicht. Ich habe da gerade Sachen geschrieben, über die ich in meinem Leben noch nie vorher nachgedacht habe. Noch nie. Und auf einmal kam das aber im Flow und völlig logisch auch irgendwie. Ne? Ja, wir legen es euch sehr ans Herz, wenn es euch so gefällt wie uns, dann
lasst uns das einfach wissen. Wenn es euch nicht gefällt, Frieden. Ne? Lest was anderes. Dann lest was anderes, genau. Ja. Hauptsache ihr lest was, was euch Spaß macht und gut tut. Genau. Weil der Sinn des Lebens ist glücklich sein und alle Dinge, die dazu beitragen. Das sehe ich noch anders. Der Sinn des Lebens ist nicht unbedingt glücklich zu sein, aber es macht es definitiv alles wesentlich leichter, wenn man glücklich ist. Aber man kann auch, ich finde, mich ist der Sinn des Lebens, die Erfahrungen zu sammeln, die das Leben zu bieten hat. Und ich denke mal, alles, auch der letzte größte Scheiß, den wir hinter uns gebracht haben, hatte seinen Sinn. Ja, klar. Ne? Und, ja. Aber das ist halt eben die Frage, welchen Sinn gibt man seinem Leben? Und im Moment, da gehe ich jetzt wieder mit dir konform, yeah, wir wollen einfach gerade mal endlich eine glückliche Zeit haben. So, und das mit möglichst vielen Leuten zusammen. Ja, be happy. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge von Bauchis Dschungelcamp. Haben wir was vergessen? Dann Frieden euch allen. And love. Ja, genau. Und hier, the world becomes one. Yeah. Yay. Ich höre sie vor sich hin summen und beobachte sie gefesselt, wie sie sich mir langsam nähert. Sie scheint mich noch nicht gesehen zu haben und ich will sie nicht erschrecken. Also spare ich es mir, nach ihr zu rufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein lauter Ruf würde diese Szene ruinieren. Und es scheint mir unpassend, und so lasse ich es einfach. Ein paar Minuten später steht sie vor mir. Hallo, sagt sie. Darf ich mich ein wenig zu dir setzen? Ich habe leckere Beeren dabei und wir könnten zusammen welche davon essen. Wie in Trance mache ich ihr Platz auf der Bank und sie setzt sich neben mich und stellt den Korb zwischen uns. Verträumt schaut sie in die Ferne, genießt das sich uns bietende Bild ebenso andächtig wie ich zuvor. Ich empfinde sie als wunderschön, wie sie da sitzt und nun die Augen schließt und die Sonne ihr Gesicht wärmen lässt. Wunderschön, nicht wahr? Sagt sie mit weiterhin geschlossenen Augen und ich bin irritiert. Kann sie meine Gedanken lesen? Ja, noch ein Schiffstag.